Okay, ihr beiden, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Möchtest du? Lena. Ja, ich bin die Lena vom Bogenwald. Ich habe mit dem Dirk das Ganze 2017 jetzt inzwischen gegründet. Mache neben dem Mitbauen auch die ganzen Social-Media-Arbeiten, die ganzen Büroarbeiten, bin federführend beim Plot, mache inzwischen ganz viel NSC-Betreuung, Zukunftsplanung, also es hängt eine ganze Menge mehr dran, als nur ein bisschen Häuser bauen und Veranstaltungen planen. Ja, hallo, ich bin der Dirk und ich sitze neben der Lena und tue dann nichts mehr. Ab 8 Uhr zumindest. Ab 8 Uhr sitze ich auf der Couch. Nee, also natürlich kümmere ich mich hier um das Dorf und baue und habe noch ganz viele Ideen, was ich hier machen möchte. Und habe auch ganz viele ganz tolle Helfer, die dann mitbauen und natürlich auch dieses Projekt mit verwirklichen. Und ja, und kümmere mich mehr jetzt um die Hinterkulissensachen und natürlich dann um die Rolle des Leto, weil die muss ich weiter hier im Dorf noch mitspielen. Das ist ja ein bisschen so ein GSC, der hier durchs Dorf geht. Und das sind meine Aufgaben. Das haben wir jetzt so verteilt. Ich bin da sehr glücklich mit. Könnt ihr mal versuchen zu beschreiben, was eigentlich das Projekt ist? Genau. Das Projekt hat angefangen mit einem Traum von Dirk. Der hat vorher in seinem Restaurant, das er 10 Jahre geführt hat, ab und zu mal eine Mittelalter-Taverne gemacht. Mhm. Einfach, weil er es unbedingt mal tun wollte und hat da das alles komplett umdekoriert, das ganze Restaurant. Und wir beide sind schon immer große Tabletop, Pen and Paper, Fantasy, Warhammer, oh ja, Freunde. Sehr gut. Und Warhammer war auch so eine große Hauptinspiration. Ja, wo wir auch tatsächlich mal eine Veranstaltung drüber machen wollen. Ist geplant, in 2 Jahren tatsächlich eine große Warhammer-Con zu machen. Lasst euch überraschen, es wird keine direkte Kampf-Con. Das wird was sehr Düsteres, wie Warhammer halt auch sein muss. Ja, und was das Projekt Bogenwald ist, und wie wir dazu gekommen sind, das war, wie gesagt, ich habe so ein Modell gebaut auch. Ich habe so kleine, wie das halt anfängt, auch fürs Tabletop Modelle gebaut. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das in groß, wo die Menschen dann halt auch mal abschalten können komplett. Das fing an so mit so einer Idee Center Parks für Fantasy. Und da habe ich mich schon mal gefragt, warum gibt es sowas nicht? Ne? Und ja, mir wird jetzt klar, warum es das nicht gibt, weil es nicht so einfach ist, dieses Projekt umzusetzen. Ne? Klar, wenn ich ein paar Millionen habe, was ich nicht hatte, ich bin sogar noch mit Schulden in dieses Projekt reingegangen. Das ist halt das Ding, dass das nicht so einfach ist umzusetzen. Man braucht sehr viel Glück, man braucht natürlich eine Vision, aber auch die Leute, die dann kommen und das mit umsetzen wollen und die Power haben, das durchgängig durchzuziehen. Und dann, wie gesagt, die Lena habe ich ja kennengelernt und klar waren wir erstmal ein Pärchen, die sich auch kennenlernen musste und dann hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass das auch hier unglaublich harmonisiert und auch passt. Und was eben mit diesem Dorf angefangen hat, ist ja jetzt inzwischen ein Zwei-Dörfer-Projekt geworden mit Jürlund nebenan. Und wir sind auch unglaublich gespannt, wo das Ganze noch hinführt, weil wir jetzt auch erst das Potenzial nach und nach sehen, was angefangen hat mit, wir gestalten ein kleines Dorf und machen ein paar Lab-Veranstaltungen, ist jetzt ja schon weitaus größer, auch mit Videoaufnahmen, mit Filmaufnahmen. Letztens wurde für eine größere Produktion auch im Fernsehen Interesse bekundet, das als Kulisse zu nutzen. Und ja, war ja jetzt 2 Jahre Stillstand und wir sind jetzt so gespannt, wo es in 2 Jahren, wenn es wieder normal läuft, alles hingehen kann und was da noch alles möglich ist. Es sind halt auch Projekte dann liegen geblieben und man hat sich in diese Corona-Lethargie irgendwie reingesetzt. Ja, und man ist jetzt halt in diesem Vorkonstress, wo wir uns eigentlich geschworen haben, das nicht mehr zu machen. Aber ja, es klappt alles. Ne? Und man hat jetzt nun mal auch 2 Dörfer und hat aber auch da wieder Leute, die geil mitwirken und auch wieder kommen und mit ihren Ideen da was Neues zaubern. Ne? Und dadurch wird das wieder auch jetzt was Besonderes, weil wir glauben, dass diese Symbiose mit den 2 Dörfern, was jetzt ab der nächsten Con erst, jetzt ist ja eine kampflastige Con und da wird halt nur, ja, das Dorf wird angegriffen, ab der nächsten, ab Elenwa Hain, da ist es so, dass wir beide Dörfer zum ersten Mal richtig bespielen. Und wir
sind der festen Überzeugung, dass dann etwas ganz Großartiges entstehen wird. Etwas, was sich alle irgendwo gewünscht haben. Ja, nicht, ach, die 12 Uhr haben die NSCs sowieso Pause, da wird eh nicht viel passieren, das gibt's hier nicht. Ja, also hier ist eine ständige Bedrohung irgendwo und ein ständiger Austausch von Waren und auch Spielern, die ihren Plot mit reinbringen. Und das macht es unglaublich spannend und natürlich auch viel Arbeit für Sie. Also ihr macht ja quasi auch, ihr habt ja einerseits dieses Bauprojekt auf der einen Seite und auf der anderen Seite seid ihr auch Veranstalter in dem Sinne. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, also gibt es, ist das eigentlich ein, sagen wir mal, dieses Dorf vor allen Dingen quasi die Bühne für eure eigenen Cons? Was steckt da für eine Idee hinter dieser Kampagne, die ihr hier so durchführt? Also inzwischen sind die Dörfer nur noch Schauplatz für unsere Veranstaltungen. Mhm. Wir hatten eine Zeit lang noch ein, zwei Fremdveranstaltungen mit drin, haben dann aber gemerkt, dass hier so viel mehr mit dranhängt, natürlich auch im Austausch mit der Gemeinde, mit den Nachbarn, die einfach vorhanden sind, dass wir einfach auch ganz oft eine Rolle einnehmen, in der wir uns erklären müssen, was passiert hier, wer ist da, was wird gemacht, dass einfach auch ganz viel Risiko an diesem Projekt hängt. Das merken wir auch immer wieder, was ja nicht unbedingt was Negatives ist, sondern es fordert einen immer auf, immer mitzudenken, immer zu kommunizieren, immer ganz viel PR auch zu machen für das, was wir hier betreiben, gerade auf dem Dorf. Wobei wir hier das Glück haben, dass die Leute wirklich zu 98% da sehr neugierig und aufgeschlossen waren. Und aus diesen ganzen Gründen haben wir uns dann entschlossen, eben nur noch eigene Veranstaltungen hier zu machen, haben da auch einen Höchstsatz pro Jahr. Wir dürfen 8 Veranstaltungen pro Dorf pro Jahr eigentlich machen, benutzen aber beide oft zusammen, einfach weil es so ein großes Potenzial hat, das wir ausschöpfen wollen. Wir haben hier zum einen die Bogenwald-Kampagne im Mai, Ende Juni, Anfang Juli und im August und den Totentanz um Halloween herum. Und die ersten drei bespielen eben eine Kampagne, die sich übers ganze Jahr zieht, die auch einen überspannten Plot hat. Aber wir wollen auch weg von dem großen Plot da und hin zu Vierteln, die kleinteiliger gemanagt werden. Wir haben dann die Gosse. Wir haben das Händlerviertel, wir haben dann die Lagernden draußen, wir haben jetzt ab dieser Mai-Veranstaltung ein Landsknechtlager drüben auf der Wiese, das ein eigenständiges Lager ist. Und wir sind gerade auch dabei, unser Team stark zu erweitern, weil wir eben in jedem dieser kleinen Viertel, in dem ja vielleicht 20, 30 SpielerInnen dann sind, jeweils einen Viertelmanager, eine Viertelmanagerin zu haben, die einen speziellen kleinen Plot dafür hat, die Sachen managen, die in diesem Viertel passieren, die auch viertelübergreifend dann stattfinden. Also wir wollen, dass für jeden, für jede überall was erlebbar sein kann und was zu entdecken. Es werden auch Dinge im Wald passieren, zum Beispiel, die nicht angesagt sind. Entweder man stolpert drüber oder man verpasst sie eben, sondern dass sich das wirklich noch immersiver anfühlt als der SL, der neben dir steht und sagt, hier, aber in 20 Minuten müsst ihr rüber, da passiert dann was. Ja, also Telling ist, wollen wir ganz, so gut es geht von weg, man wird da wahrscheinlich nie irgendwie weg, man muss immer mal sagen, hey du, das ist jetzt vergiftet oder so. Aber wir zum Beispiel mit unserem Alchemieküche, dass das halt alles interaktiv wird, ne? Dass man da halt die Tränke selber braucht. Man kann da reingehen, das Ding dann halt beim Kobold mieten. Man muss dann natürlich Kupfer für bezahlen, der hat sein Geld. Leto verdient da auch was dran, aber dass er dann halt da reingehen kann, der Spieler, und mit dem Kessel interaktiv agieren kann. Und nicht nur das, also wie Lena schon sagte, auch im Wald, auch die Zauberer kriegen nachher Amulette, die ihre Mana darstellen. Also das ist die Power, die sie haben. Dann, wenn sie eine Power verdienen, dann ist wirklich hier der auf Mythodea oder so, der große Mensch oder auf dem Drachenfest, der große Powerzauberer ist, der fängt hier an, hat vielleicht 2 Mana. Das heißt, er kann 2 Zauber machen und muss halt dann sein, der muss fair spielen und dann bedient er dieses Amulett und das Amulett ist dann irgendwann leer. Ja? Und dann kann er nicht mehr zaubern. Und da bauen wir gerade für, und deswegen habe ich auch, wir sehen auch voller Bauschutt aus und wieder Mumpe. Mit Mumpe voll, wie wir es so schön nennen. Das, und da bauen wir gerade Monolithen. Und das ist halt der ganze große Plot, wo sich halt alles hier drum dreht. Und da können die sich halt wieder aufladen. Was ist das für eine Welt, die Bogenwald-Welt, die jetzt hier bespielt wird? Könnt ihr das mal kurz
umschreiben, worum es sich so ein bisschen handelt? Also das spielt auf der Insel Siofra. Die beiden Dörfer liegen dann da drauf. Das ist eine Insel, auf der jetzt lang nicht mehr viel los war, auch aus Gründen von Dingen, die in der Vergangenheit geschehen sind. Also es ist relativ gut hergegangen in der Geschichte. Das liegt jetzt aber an diesem Jahr, das zu entdecken für die SpielerInnen, was da genau passiert ist. Und es gibt eben die beiden Dörfer, es gibt noch eine Hafenstadt und es gibt vereinzelte Gehöfte. Es gibt ja auch ein eigenes Pantheon, also wir haben gesagt, die liegt zwischen den Schleiern. Wir ermöglichen es erstmal allen SpielerInnen mit ihren Charakteren hierher zu kommen. Eine offene Welt zu schaffen hat es uns natürlich am Anfang auch einfacher gemacht und allen, die herkommen wollten, einfacher. Ja. Weil wenn man die Veranstaltung nicht kennt, mache ich mir dafür jetzt extra einen neuen Charakter, investiere ich in eine neue Klamotte. Das ist auch eher fragwürdig. Aber es entwickelt sich auch immer mehr dahin, dass sich Leute dann wirklich einen Charakter für diese Insel machen. Obwohl das, dieses Ding ja, also diese Insel ist ja zwischen den Schleiern und das, das macht es aber auch rund. Also es passt schon. Ne? Es ist so, dass sich alle dann auch zusammenraufen. Es gibt Leute, die aus dem Witcher-Universum kommen oder aus dem Warhammer-Universum und trotzdem, wir sagen halt, hey, ihr kommt hier hin, bringt nicht euren Plot mit. Ja, dann das könnt ihr auch woanders spielen. Lasst euch hier von dieser Sache fesseln und versucht euch hier einzugliedern. Und das klappt hervorragend eigentlich. Oder wenn, kommen die Leute auf uns zu, sagen, das würde ich mitbringen, können wir das irgendwie integrieren, können wir da anknüpfen und dann finden wir da auch immer eine Lösung. Was uns wichtig ist, was der Dirk auch schon mit den Zauberern, mit den Zauberinnen angesprochen hat, wir versuchen hier nicht zu viel Magie zuzulassen, sondern Magie soll was Besonderes bleiben, was wir dann zum Beispiel auch für etwaige Bedrohungen wunderbar nutzen können. Weil was ist bedrohlicher als eine Kraft, der du erstmal nichts entgegenzusetzen hast? Nee, so einen Powerhelden wollen wir nicht haben. Also das ist so Power-Leute, was heißt wollen wir nicht haben? Nicht zu viele. Mhm. Ne? Wollen wir nicht haben, ist Blödsinn. Aber wenn wir da 20 Paladiner haben und dann noch irgendwie den Hexer nochmal fünfmal, dann ist das keine schöne Con. Und deswegen sollen die Leute sich auch bewerben, die wirklich eine größere Rolle spielen und die auch umsetzen können. Der Magier soll dann auch wirklich, wenn er dann einen Feuerzauber macht, dann soll er halt einen sicheren Feuerzauber machen, wo das geht schon mittlerweile. Mhm. Und mit LED kann man so wunderschöne Sachen machen als Zauberer oder mit Rauch, ja, was auch schon viele machen. Und das soll halt dann auch schon Standard werden. Was nicht heißen soll, dass wir so Luxuslaper sind, ja, dass das halt heißt, ja, hier sind ja nur so Cremelaper erlaubt und nur wenn du eine super Klamotte hast, kommst du hier hin, ja. Nein, du kommst hier auch hin, wenn du den ranzigsten Bettler spielst oder einfach eine einfache Rolle übernimmst. Die sind uns auch größtenteils die Liebsten und uns kommt es wirklich drauf an, dass man nicht nur für sich spielt, sondern auch für andere und das Ganze mit Leben gefüllt wird, mit Ansätzen und Ideen. Und ja, es gibt hier verschiedene Entitäten, denen man sich in Zukunft auch so ein bisschen angliedern kann, wo man dann vielleicht sich kleine Vorteile erspielen kann. Mhm. Aber das ist so offen gehalten. Es gibt hier zum Beispiel den Eichenmann. Für die Nordleute, die Jöland bespielen, kann das aber genauso gut Yggdrasil sein. Oder die Silberfrau, die man sowohl als Freya sehen kann, als auch als jede andere mütterliche Gottheit. Weil wir eben sagen, wir wollen hier auf keinen Fall echte Religion im Spiel haben. Ja gut, du hast ja die nordischen Gottheiten sind schon, also Freya gibt es ja in der nordischen Mythologie. Es gibt, das ist eine schwere Grenze, die wir ziehen müssen. Die nordische Mythologie ist schon ein bisschen vertreten hier, aber grundsätzlich gibt es keine ja, wirklich jetzt vertretene Religion, die wir hier in unserem echten Umkreis haben, wie Islam oder Katholiken, Christentum, genau, danke schön. Und dass wir da nicht in Kontroversen kommen. Mit der nordischen Mythologie, so kommt man noch nicht in die Kontroversen, das kann man noch machen. Wenn man jetzt Christen bespielen würde, wäre das schon wieder ein Problem. Mhm. Das gab auch schon Probleme. Ne? Ja. Und da wollen wir halt weg. Was mich noch mal interessieren würde, wir haben jetzt hier wirklich ja zwei Dörfer. Wie ist das zustande gekommen, dass hier zwei Dörfer parallel aufgebaut worden sind? Ja, wir haben hier mit Bogenwald angefangen. Parallel dazu ist dann auch schon der Anfang, damals hieß es noch Nordgard, entstanden. Unter anderer Führung, der Christian Pohen und der Andreas Schröter haben das damals aufgebaut. Die
haben es uns eigentlich auch ermöglicht, beziehungsweise dem Dirk damals hierher zu kommen und haben den Hinweis gegeben, ja, dass hier sowas umzusetzen wäre. Das muss man ganz klar sagen. Der Andreas hat damals, der war in der Taverne in meinem Restaurant, mhm, und dann habe ich halt erzählt, dass ich da ein Grundstück suche und dass ich das machen will. Ich werde das jetzt machen, ist mir egal wie. So, und dann sagt er, komm noch mal bei uns vorbei, ich wohne da schon und wir könnten und dürften und machen. Ah, dann habe ich gesagt, oh nee, ist nichts Eigenes, oh, das wird ein Problem werden. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wenn das mit euch Probleme gibt, oh, das wird so schwierig. Mhm. Ja, und dann bin ich aber hier hin und kam hier an und kam durch den Wald und durfte das hier sehen, also wo hier nichts war, und hatte direkt die Vision von dem Dorf. Und dann habe ich gedacht, okay, das machen wir. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass die beiden Jungs, also Christian und der Andreas, auch eine Vision hatten, aber eine andere Vision. Ich habe dann versucht, denen klarzumachen, dass das eine Symbiose sein wird und auch wir da nichts gegen tun können, weil das zu nah aneinander ist. Von außen wird es immer als eins gesehen werden, wenn man was Ähnliches macht. Genau, und deswegen haben wir das aber erstmal, also habe ich das erstmal getrennt, um auch zu sehen, klappen die beiden zusammen? Ich war ja alleine. Und dann kam Elena dazu. Mhm. Und da wusste ich, das klappt. Ja, das funktioniert. Wir beide funktionieren harmonisch super zusammen. Und dann kam auch sehr schnell, dass wir beide Bogenwald werden. Ja, aber bei den beiden hat es einfach nicht geklappt. Was jetzt im Nachhinein auch gut ist. Ja, und wir, ja, der Christian hat auch seine Leute, die ihn nicht mögen. Das haben wir jetzt in letzter Zeit auch schon festgestellt. Auch durch Corona und Kontroversen. Wenn man den aber kennenlernt, und ihr dürft ihn ja auch kennenlernen jetzt, das ist einfach ein herzensguter Mensch und das sollte man nicht vergessen. Und wir haben ganz klar mit ihm einen Vertrag gemacht und haben gesagt, komm, wie sieht's denn aus? Wir machen das Dorf jetzt fertig. Ja, du hast damit jetzt nichts mehr am Hut und ich will auch nicht, dass du damit einen Hut hast. Sei einfach ruhig und mach dein Ding. Ja? Und wenn du Bock hast, machst du mit. Und da sagt er, okay, dann machen wir so. Und das hat sich jetzt sehr gut entwickelt. Also man sieht es, wo es jetzt auch hingeht, das Dorf. Und es klappt wirklich richtig, richtig gut. Ja, also ich muss auch sagen, die Gruppen, die sich jetzt da noch reingebracht haben, wir nehmen keine neuen Gruppen an. Ja, keiner darf mehr ein Haus bauen, das reicht, es sind genug Menschen. Es ist immer viel Arbeit, auch mit Menschen. Ja, ja. Auch mit mir ist es nicht einfach, ne? Weil ich habe meine Vision. Und wenn man die Vision nicht umsetzt oder umsetzen möchte, dann gerade von außen, dann diskutiere ich nicht. Da wird einfach so gemacht, sonst kommt man nicht voran. Ne? Ja, und das haben wir dann einfach jetzt in der Symbiose mit den Leuten aber geschafft. Und jetzt sind wir auf dem Weg, dass wir endlich sagen können, so, jetzt machen wir schön. Jetzt kommen die Dachpappe langsam weg, jetzt kommen Schindeln drauf. Und jetzt wird es wirklich nur noch schön gemacht, nichts mehr Neues gebaut. Bis auf die Stadtmauer, die muss ich noch bauen. Jetzt hast du gesagt, es gibt Gruppen, die hier mitmachen. Könnt ihr mir mal erklären, wie genau das funktioniert? Also es gibt ja hier zumal das Haupthaus, das habt ihr selber gebaut, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Wie entsteht jetzt so ein neues Haus? Wie funktioniert das? Fange ich mal an. Okay. Also das war so, dass wir dann von Anfang an kam immer Helfer. Da kam zuerst der Horst und der Horst hat halt gesagt, ja, ich helfe dir. Ich wohne hier im Nachbarort, ich helfe dir hier bei der Taverne. Dann hat er mir hier ewig viel geholfen, habe ich Horst, pass auf, Junge. Weil hättest du Bock, hier ein Haus zu bauen, du darfst dir hier ein Haus bauen, wenn du willst, als Dankeschön. Ja? Musst du nichts für bezahlen, du musst dir dein Zeug nur selber besorgen und ich habe hier noch Holz rumliegen, das kannst du auch mal mit benutzen. Und dann hat er, ach, dann mache ich. Und dann hat er das Haus hinten in der Ecke gebaut. Parallel war der Sascha, der das Haus im Hintergrund gebaut hat. Also da fing erst an mit der rechten Stelle, dachte dann auch, ja, das fände ich auch total, das wäre ein Traum von mir. Pass auf, Sascha, habe ich gesagt. Und Horst, habe ich gesagt, wir haben Regeln. Die Regel ist, das Haus ist mein Haus. Ja, ihr könnt das nicht mitnehmen, wenn wir uns streiten. Ihr könnt das Haus bauen. Es muss von außen so aussehen, wie ich das will. Ich werde dann auch in Zukunft, hat sich das so entwickelt, dass ich Lena auch jetzt frage. Und wie ich das will. Ja, und da muss ein Turm dran. Und dann muss da nachher noch ein Haus dran. Und dann muss da dieser Bogen sein. Ich will, dass das so aussieht, wie es jetzt da aussieht. Und dann hat der Sascha gesagt, ja, mache ich. Genau so mache ich das. Und der Horst auch. Ja, der Horst hatte direkt einen Entwurf für mich, so ein Eckhaus da hinten, wie es jetzt ist. Und habe ich gesagt, das passt super, so machst du das. Und so war das mit den anderen Gruppen dann auch. Dann kam halt der eine dann noch dazu. Und dann, das hat sich so gefunden über genau, die Zeit. Und dann haben die sich halt gefunden. Und dann habe ich gesagt, wir lernen uns erstmal kennen. Und dann gab es auch wirklich, dann mussten wir tatsächlich mal einen Vertrag machen. Das wurde dann auch von den Hausbesitzern gefordert. Bei mir war das alles so, jo, passt schon. Ne? Regeln sind so. Und dann haben wir es nochmal klar gesagt und jetzt ist es so, die haben einen Wert, die Häuser, falls wir uns wirklich richtig doll verstreiten, was keiner hier glaubt gerade,
auch wenn ich nicht, also das war immer am Anfang des Bau, der Bauphase, da war ich hart. Ich so, Leute, wie lange braucht ihr noch? Das gefällt mir nicht, die Farbe gefällt mir nicht, neu machen. Ne? Also wirklich da in wurden dem die Ton. Leute dann gedirkt. Das wurde ist so inzwischen ein offizieller Begriff. Ja, du bist wieder gedirkt worden. Da war ich gar nicht so stolz drauf, weil es war halt immer meckern. Ne? Mhm. Und das gehört einfach dazu, dann habe ich halt auch mal gemeckert. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt zu so einer Familie zusammengewachsen. Und Kommune. Und es macht irre viel Spaß jetzt, weil jetzt ist alles so, die Leute wissen, was ich für eine Vision hatte. Die konnten sich das jetzt auch vorstellen. Wenn ich sage, das Haus muss noch ranziger aussehen, dann wissen die, wo ich hin will. Dann darf das nicht zu fleckig und zack, zack, zack sein. Und das ist das Tolle. Und das entsteht drüben auch gerade so. Die verstehen das jetzt auch. Und das war auch ein harter, wieder der gleiche, die gleiche Arbeitseffekt. Ne? Das sind ja auch Menschen gewesen, die handwerklich noch nichts gemacht hatten. Ja? Ich will so ein Wiki-Haus bauen. Ich so, ja, aus solchen Stämmen. Mit Kettensäge und Action. Ja, da musst du arbeiten. Du hast eigentlich nur maxi ein halbes Jahr Zeit. Ja, das hat auch manchmal länger gedauert dann. Ne? Und dann habe ich aber noch gewollt, dass er doch ein Rieddach drauf soll. Also wenigstens eine Imitation. Mhm. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und jetzt sind die Gruppen da. Und während der Veranstaltung können die oder bespielen sie sie dann eben auch. Die haben sie dann eingerichtet. Hier unten ist zum Beispiel dann die Alchemiestube vom Hexer drin. Der kann dann hier die Fenster nach vorne aufmachen. Dann kann man ihm dabei zugucken, wie er irgendwas auf einer Flamme macht oder irgendwas untersucht und dergleichen. Da drüben ist dann die Koboldschneiderei. Also das ist vom Christoph, der ist wirklich ein Schneidermeister. Und der macht dann da kleine Stickereien oder flickt einmal die Hosen, wenn die gerissen sind. Die Magierstube, die wir jetzt genau. haben, die Bäcker, die wir jetzt haben. Eine Schmiede und also die Leute tun dann so in diesem Spiel, als wäre das eben ihr Haus, als würden sie da richtig drin wohnen. Und ansonsten außerhalb von Veranstaltungen sind sie auch mal hier wieder Alex hinten jetzt und werkeln dann einfach hier rum. Was den Spielern wichtig ist, die in den Häusern sind, dass die neuen Spieler und die auch zum ersten Mal hier sind, keine Angst haben, da zu denen hinzukommen. Ja, oh, in das Haus reingehen, das ist nicht mein Haus. Ja, das kennt man von der OT-Geschichte. Ja, da gehe ich nicht einfach in ein fremdes Haus. Hier bitte, geht einfach rein. Ja, und wenn die dann sagen, ja, was willst denn du hier? Dann bist du im Spiel. Ja, das wollen die. Die sagen das auch extra nochmal vorher. Die haben auch, was man auch wissen muss, ne, ich habe ja nicht nur Pflichten auf die Leute gebaggert, jetzt baut ihr ein Haus, die haben es ja gewollt, ich habe sie ja nicht gebeten, baut ihr ein Haus, aber die haben trotzdem natürlich ein günstigeres Ticket, die haben natürlich, können die hier eigentlich hinkommen, wann sie wollen, müssen sich anmelden natürlich, haben viele Vorteile natürlich anderen gegenüber, das kriegen andere mit und fragen natürlich dann auch wieder. Beziehungsweise ist es ja für viele ein Traum, ja, sich so ein Haus gerne. Zu bauen. Und da müssen wir oft Nein sagen jetzt, ne? weil es sind einfach genug. Ne? In beiden Dörfern, also wie viel sind wir jetzt? Fast über 30 Minimum hier, 30 drüben, 60 Leute ja, zu betrauen, betreuen. Gruppen. Ja, das sind dann große Gruppen auch, das sind ja auch Gruppen. Und ja, und dann gibt es natürlich die Hausbesitzer und da gehört immer noch eine Gruppe zu. Das ist auf eine Art schön, weil die natürlich dann auch hier das, wie Lena schon sagte, beleben. Und auf der anderen Seite ist es, am Anfang war es recht schwierig. Jetzt man muss sich immer zusammenraufen. Kennt man ja aus allen Bereichen. Aber recht schwierig ist auch übertrieben. Ab und zu mal. Das ist mit mir am meisten war es schwierig. Jetzt hast du auch ganz viel darüber gesprochen. Also du bist den Leuten so, weil du hattest eine eigene Idee, wo du hin willst. Was ist denn eigentlich so die Vision, die du hast? Jetzt wir. Also das hat sich ja oder ihr oder die jetzt ihr. Ist es wir. Am Anfang hatte ich eine Vision und tatsächlich war es so eine Mischung aus Bre, ne, von Herr der Ringe, kennt man ja Bre, sollte dieses Dorf werden. Grimms Märchen. Dann habe ich den nicht so geilen Film Hänsel und Gretel gesehen, der aber ein Hexenjäger. Ja, der Hexenjäger Hänsel und Gretel, der aber ein geiles Setting hatte. Und habe mir gedacht, so, da soll das Dorf schon aussehen hier. Und das soll halt dieses Märchencharakter auch haben. Und natürlich Warhammer war immer mit drin. Imperiums inspiriert. Und ja, und Bogenwald hat halt diese Türmchen und dieses verspielte, ja, und träumerische. Stein, Lehmputz, genau. Viele Blümchen, genau, viel Bauernmalereien. Seht ihr ja hier, Sachen. Was hier gewächst. Ne? Das soll dazu gewachsen werden. Aber gleichzeitig drüben war für uns dann klar, es soll halt wirklich ein keltisches, nordisches Dorf werden, wo aber auch überhaupt wilde Fraktionen sich wohlfühlen. Das soll nicht nur ein nordisches Dorf werden drüben. Ja, dass halt nur, weiß ich nicht, Wikinger sich da wohlfühlen. Ganz im Gegenteil, da sollen halt
viele Fraktionen, die auch sich hier gar nicht so reinpassen. Ja, ich sag mal jetzt, für manche sind jetzt die Braker Kelteugen Begriff. Ja, die würden sich, glaube ich, hier gar nicht so wohlfühlen. Aber drüben ist das wie ein Zuhause. Mhm. Ja, und das soll so auch sein. Und das ist das, was das hier wieder rund macht. Weil die haben mir auch gefehlt. Ja, wo ich dann sage, die Gruppen fehlen mir. Das meine ich jetzt nicht wegen dem Ticketverkauf alleine, sondern weil ich die Menschen einfach dahinter so cool finde und toll finde. Und deswegen haben mir die dann auch gefehlt, wenn natürlich wohnen die auch weit weg, ne? Aber das Ding ist, wir brauchen diese Gruppen auch. Wir wollen das Wilde auch haben. Ne? Aber halt im Bogenwald passt es nicht so rein. Und du hast ja auch schon davon gesprochen, es gibt so sehr viel, also hinter diesen ganzen, dieser Kulisse gibt es ja auch nochmal viel Technik, die quasi auch mit eingesetzt wird. Kannst du mir davon mal ein bisschen erzählen, was du da vorhast, was geplant ist oder was es schon gibt? Ich muss erst dazu sagen, natürlich mit Technik, ich bin der Schlechteste. Ja? Außer im Kaputten. Wenn ich einen Computer anmache, ja, dann ist das, jetzt heißt es schon, ich habe wieder einen Camper gemacht, ja, dann ist dann, weil ich heiße nur Camper, und dann habe ich wieder einen Camper gemacht und der Computer ist kaputt gegangen. Ja? Oder jetzt habe ich einmal den Monolithen schon umgestoßen mit dem Radlader und zack, musste der erstmal wieder neu repariert werden. Ja, das war wieder ein typischer Camper. Hier ist es so, dass man halt durch die Community Leute kennenlernt, die sagen, ja, kann ich dir bauen, das ist doch gar nicht so schwer, da holst du das Ding und dann Raspberry Pi und dann holst du das Teil und machst du dieses und dann, ach so, kannst du mir das bauen? Und dann, ja, dann sind natürlich Leute, viele sind, die sagen auch mal, ja, ich kann das alles und dann ist da viel Bla dazwischen. Und viele sind aber auch so, die das dann auch wirklich machen. Und jetzt haben wir ein gutes Team, die ja richtig Gas geben und die jetzt Dinge bauen, wie Technik zum Beispiel, dass das Licht in Bogenwald leuchtet durch Solar. Dass wir nicht mehr, dass es schön aussieht, dass man ein schönes Flacker-LED-Licht, ja, weil wir keine Kerzen mehr irgendwo hinstellen. Natürlich Gefahr, Brandschutz total minimieren. Es dürfen keine Kerzen mit irgendwo reingenommen werden, was leider noch getan wurde. Und wichtig ist, dass wir diese Technik durch die Leute umbauen. Und da gibt es jetzt welche, ne? Die sagen halt, wir bauen das durch Solar, bauen wir das Licht, wir bauen die Technik in den Hexenkessel rein oder zum Beispiel in den Wald. Wir wollen noch einen Riesen bauen, der sich halt auch wieder mit bewegen kann, mit Technik und mit allem. Und da haben wir halt die Leute für und freuen uns darüber, dass das halt so klappt. Ja, das ist ja auch unser großer Vorteil, dass wir hier die Dinge stehen lassen können. Mhm. Das heißt, hier oben soll noch eine Bibliothek drauf. Da können wir Technik einbauen. Wir können es machen, dass nachts ein paar Bücher flüstern zum Beispiel. Mhm. Also ich träume von so einer Terry Pratchett, Harry Potter Bibliothek, wo mal was rappelt in der Nacht. Wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, flüstert dir ein Buch so seinen Inhalt ein bisschen zu. Der Dirk hat den Kessel jetzt in der Alchemiestube erwähnt. Also der reagiert dann wirklich drauf. Der hat Rezepte eingespeichert und dann hat man Fläschchen mit einem Mikrochip und der erkennt, was du reingießt. Oder jetzt im Wald einfach anspielbare Punkte für Magiespieler zum Beispiel, dass da kein SL dabei stehen muss, sondern du gehst vielleicht mit deinem Amulett hin, hältst es da dran und dann passiert an diesem Punkt wirklich was. Oder wir haben jetzt dann neu ab September Bad Helleborn am Brocken in unserem Repertoire. Ja, man das darf ist, ja nicht mehr den HP sagen. Das ist eine Con, die in der Welt des berühmtesten Zaubererschülers der Welt, sagen wir es mal so, spielt. Aber in Deutschland, da ist Bogenwald dann eben dieses Bad Helleborn, ein Ferienort für Hexen und Zauberer in Deutschland und ihre Kinder. Und dafür werden jetzt Zauberstäbe, interaktive, gebaut. Richtig geil. Ich mache nur eine Harry Potter Con. Oh, ich hab's doch gesagt. nur dann, wenn wir wirklich Zauberstäbe haben und können gegeneinander zaubern. Oh. Ja, nur wenn das klappt. Aber es wird immer vergessen, dass da zum Beispiel die Muggel oder die, wie heißt das? Nichtsnutze. Die Nichtsnutze bei ganz uns. Ganz positiv bei uns heißt die Nichtsnutze. Die können halt nicht zaubern, haben keinen Zauberstab. Aber die haben genauso viel Spiel. Das haben noch viele nicht verstanden. Die können ja trotzdem alle es sind Squibs sozusagen. Ja. Es sind ja jetzt nicht die Muggel, sondern wirklich die Squibs, die trotzdem an die Familien hier angegliedert sind, die trotzdem die Berufe hier ausführen können. Aber es ist eben das günstigere Ticket, weil diese ganze Technik zu entwickeln ist absolut nicht günstig. Die dürfen den Zauberstab behalten. Ja, das wird extra dieses Programm geschrieben. Okay. Wir gießen diese Zauberstäbe alle extra. Also die werden von Grund auf gebaut von
Mitgliedern unseres Orga-Teams für Bad Helleborn. Wir haben den Nachteil, die funktionieren natürlich für uns, Vorteil, die funktionieren natürlich nur bei uns. Ja, das ist halt so, selbst wenn man die jetzt irgendwie auseinandernehmen würde, und da gibt es ja auch Tüftler, die sagen, ja, das könnte ich ja jetzt eventuell nachbauen, können sie, aber die können nicht das Programm dafür dazu bauen, weil das wird halt in dem Sinne nur hier wieder aufgespielt. Ja, das halt, wenn die Leute hier hinkommen, können die EPs sammeln, ja, Erfahrungspunkte, und können dann sich verbessern, und das machen die dann, gehen zum Zauberstabhändler, lassen sich dann halt den Zauberstab wieder aufwerten, ja, und können damit dann ihre Zauber, die können ihre Gesinnung eingeben in den Zauberstab, ja, sie können nachher Schlösser knacken damit, also aufmachen. Alumora, Lumos, Lumos, die ganzen Zauber, die funktionieren auf Bewegung, ja, also die Bewegung des Zauberstabs löst den Zauber auch erst aus. Und das ist schon eine richtig geile Kiste. Und eben auch im Kampf. Also jeder hat dann auch einen Empfänger in Form von der Brosche dran. Und wenn ich jetzt Expelliarmus oder sonst was zaubere mit der Bewegung, dann berechnet der Stab wirklich die Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie gut ich in dieser Art zaubern bin, ob er trifft oder nicht, und dann vibriert. Dann beim anderen diese Brosche, und dann weiß er, okay, ich habe nicht abgewehrt, weil diese Möglichkeit gibt es dann auch mit Protego, sondern ich bin getroffen, und dann spielt man es eben aus. Genau, das Ausspielen ist uns wichtig. Ne? Wir hätten es auch sagen können, alles blinkt am Körper, ist aber, das ist ja immer noch Lab. Ja? Und dann soll man sich nach hinten fliegen lassen oder man krümmt sich oder was auch immer, was man halt gerade aus, dann muss man auf den Zauber reagieren. Ja, und ich spiele zum Beispiel, das kann ich schon verraten, den Bruder, weil man weiß es gar nicht, aber wir sagen einfach, der Filch hat einen Bruder. Ja? Der deutsche Filch. Und so ich bin aber ein Zaubererbegabter, ein Zauberbegabter Bruder, und werde aber auch ein Filch sein. Ja? Ich werde mich so darauf freuen, diesen Hausmeister vom Bogenwald zu spielen. Passt gut. Ja. Oder jetzt auch nochmal ganz kurz zur Technik. Wir bauen drüben in Jylland ja gerade auch einen modularen Dungeon, also wirklich mit veränderbaren Teilen, und da packen wir natürlich auch Technik rein. Da gucken wir zum Beispiel, ob man das über diese Raspberry Pis, diese Minicomputer lösen kann, dass die dann darauf reagieren, zum Beispiel, wenn man zu laut in einem bestimmten Dungeon-Teil ist und dann wird ein Nebler irgendwie angeschmissen oder irgendwo geht eine Düse los. Ich habe diese Vision von der ganz kristallklaren Indiana Jones Kugel, die auf einen zugrollt. Ich habe auch schon eine große Styroporkugel. Ich meine, das Große, die ist jetzt so groß. Ja? So. Reicht aber für einen Dungeon, da kannst du nicht wirklich drüber springen, weil der Dungeon so niedrig ist. So, da muss man sich eh schon so ein bisschen bücken. Wir haben es jetzt schon erreicht, also wir sind jetzt bei 30 Metern ungefähr, die wirklich so aussehen wie ein Bergwerkstollen von innen. Also dass das halt von innen wirklich mit Balken so gebaut ist, dass das wie Bergwerkstollen aussieht. Wird es jetzt auch zu den nächsten zwei Cons geben. Bei dieser Con ist es noch so, dass da was passiert ist. Wir haben, man kann schon mal ein bisschen reingehen. Aber das wird, ja, ist zu viel zu tun bei einer Kampfcon, da können wir nicht noch den Stollen dann machen. Aber bei der nächsten Con, die Lenverheim, geht's los mit den ersten Stollen. Und ja, und wie Lena schon sagte, da wollen wir einfach alles reinpacken. Da soll kein SL mit drin sein. Ja, wir wollen halt kein Telling. Ja, du bist jetzt da getroffen worden. Sondern es ist ständig erlebbar. Soll ein richtiges Abenteuer sein. Wo, wie seht ihr denn das ganze Projekt, also beide Dörfer, mit, wenn es perfekt für euch läuft, so in 5 bis 10 Jahren. Was wo sehen wir das da, Schatz? Was ist da? Dann läuft es hoffentlich von selber. Und dann läuft es rund. Und wir müssen nicht mehr so viel arbeiten. Genau, und dann müssen wir nicht noch 3 Tage vorher einen Monolithen zusammenklöppeln. Ja, jetzt ist es auch gerade, wir haben noch ein kleines Kind, ne, und die ist jetzt gerade 8 Monate alt. Ja, und ein ganz kleines und die ist mit auf der Baustelle sozusagen und kriegt auch immer einen Spritzer Mumpe ab. Aber wo wir das sehen, ich sehe das so, dass wir dann uns genau um die Dinge kümmern können, explizit, die wir gerade erwähnt haben, um noch mehr Immersion zu schaffen. Mein Riesen, ja, ich will meinen Riesen bauen, der soll wirklich 5 Meter groß werden. Von dem lässt er nicht ab. Nee, der kommt auch, und ich sehe da auch irgendwann 2. Ja, und ich sehe ein Schlachtfeld, wo 2 Riesen, die wirklich 5 Meter, wo 3 Leute jeweils, ne, die Riesen bedienen. Okay. Der eine steckt im Kopf, bewegt den Mund, der eine Riese kann sogar kotzen, ja, da kommt dann irgendwie Erbsensuppe raus und. Und alle stehen mit dem großen Topf, ich habe Hunger. Ja, aber sowas ist dann angesagt, ja, dass man sich um genau dieses kümmert, was jetzt noch so die ganze Zeit ein bisschen liegen bleibt. Dass halt auch der Luxus noch ein bisschen mehr wird. Wir haben ja jetzt die Sauna und wir wollen da hinten aber einen Wasserfall haben, wo man dann in einem Zuber sitzt und dann hat man da eine Grotte unter sich, ne, also im Außenzuber, und dann sitzt man da in einem Wasserfall drin und dann hat man da Beleuchtung, richtig toll, und
wenn der Wein jetzt so weiter wächst, dann hat man sogar die Trauben, die einem mehr oder weniger in den Mund wachsen und so. Klingt alles so super märchenhaft, aber so, warum nicht? Ne? Wenn, dann richtig. Ne? Und ja, und das ist halt das Ding, was wir in 5 Jahren sehen. Und natürlich sehe ich mich da in der Taverne mit meiner Pfeife und meinem Bier und alle machen. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir dann nichts mehr neu bauen müssen. Jetzt ist ja viel noch fertig zu machen, sondern dass man sich, wenn dann noch um kleine Details immer wieder kümmert, natürlich ums Nacharbeiten, man wird immer noch irgendwie nacharbeiten müssen, dass sich ja die Strukturen einfach vertieft und gefestigt haben. Ich hatte ja schon die Viertelmanagerinnen angesprochen, dass die eigenständig agieren, dass man nicht mehr so dieses Micromanaging machen muss, sondern sich wirklich um das Übergreifende und ums Gefühl und ums Wohlfühlen auch der SpielerInnen kümmern kann und dann einfach alles reibungslos läuft, dass wir unser Wiki bis dahin haben. Das zwei ist mein Visionen haben wir großes Projekt. Also wir haben noch, es gibt, ich weiß nicht, ob du es jetzt hin aufs Feld, auf dem Feld, da ist ein alter Jägerstand. Mhm. Und dieser Jägerstand ist ein hoher Turm. Und da stellen wir uns wirklich einen Hexenturm, Hexaturm, also Magierturm vor, der dann mehr oder weniger mit dem Baum, der da ist, verbunden ist. Und dann stellen wir uns hier im Bogenwald auch vielleicht da mal, wenn wir das dann dürfen, und unser Verpächter dann auch sagt, das ist ja nun mal alles noch gepachtet hier, der dann sagt, okay, ihr seid echt die Coolsten, lässt uns dann da noch ein Baumhaus da bauen, ja? Mhm. Wo dann auch Elfen sich zum Beispiel wohlfühlen, ne? Und im Eichenmann da ihre kleine Burg bauen können. Das sind noch Visionen, wo man dann mit einem Drahtseil sich anschnallen kann und dann kann man hier drüber und dann können auch, so stellen wir uns das vor, die Diebe über die Dächer, also die werden an Seile mit Kletterseil, wie so ein Hochseilpark, dass die dann hier drüber klettern können und solche Dinge. Dass das noch dreidimensionaler wird, das Dorf, weil wir sind ja gar nicht so riesig. Wir sind ja nur 50 mal 50 Quadratmeter insgesamt. Ja? Dass wir aber trotzdem so dreidimensional sind, dass unglaublich viel Angebot doch für alle dabei ist. Du hast eben noch die Taverne angesprochen. Das war ja quasi, also das Haus hier ist ja eigentlich das erste Haus, wenn ich das richtig. Was genau. War denn da eigentlich so damals so die Idee hinter dieser Taverne, vor allen Dingen mit der, also das ist schon was Besonderes auch mit dem, was wir da haben. Da fange ich auch mal an. Also es war tatsächlich die Idee, mir war klar, wenn ich hier starte, brauche ich ja auch natürlich Geld irgendwie. Irgendwie muss Geld reinkommen. Und das Erste, was man machen kann, ist dann natürlich eine Tavernenkonto. Das habe ich ja bei mir im Restaurant damals. Ich hatte 10 Jahre im Restaurant. Und dann habe ich in den letzten 2, 3 Jahren habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt hier mal eine Taverne. Und habe dann da auch gesehen, okay, hier kommen jetzt 60 Leute rein. Da kann ich dann so viel Geld mitkriegen. Das ist jetzt nicht, das ist zum Überleben, reicht das. Ja? Und zum Weitermachen. Und dann fange ich halt mit der Taverne an. Das Haus war zum Beispiel ein alter Weihnachtsmarktstand, weil ich eine Glühweinhütte noch habe. Und das Haus auch, das alte Duschhaus. Und der Anbau von der Taverne. Der Anbau von der Taverne. Und das waren Häuser, die wurden ausrangiert vom Weihnachtsmarkt, weil die neue Hütten brauchten. Und dann habe ich damals, weil ich einen guten Draht hatte zu dem Schäfer, gesagt, was machst du mit den Häusern? Ja, die kommen weg. So kann ich die haben? Und dann sagte er, ja, kannst du haben. Ja, dann habe ich die mitgenommen. War alles viel Action. Auch das Holz in der Taverne war mein ehemaliges Restaurant. Boden und Wände, alles rausgerissen, alles hier hingekarrt. Nach München gefahren, alte Balken abgeholt, die uns geschenkt wurden und. Das war eine riesen Action. Aber die Vision war, hier muss eine Taverne rein, die von außen kleiner aussieht, als sie von innen dann ist. Und dass damit die ersten Cons gemacht werden und die Leute verstehen, was ist die Vision hier. Und dass sich das damit überhaupt entwickeln kann. Und dass wir das langsam, aber sicher entwickeln machen. Und dass das eine Taverne ist, die direkt geil aussieht. Also da darf man keinen halben Kram machen. Es muss eine absolute Filmkulisse sein mit viel, viel Arbeit und viel tollen Menschen. Hat es dann geklappt. Ja, ey, vielen Dank. Das ja, hat doch Spaß gemacht.